Hallo liebe Freunde und willkommen im gepflegten Amateur von Chaos mit dem Thomas. Wo geht's heute drum? Messgerät. Was braucht man wirklich? Wer braucht was? Man sollte das schon ein bisschen differenzieren. Denn im Endeffekt, nicht jeder will, wie ich, den halben Tag mit dem Lötkolben um den Hals rumlaufen, sondern es gibt auch Leute, die wollen einfach ihr Funkgerät einschalten und Betrieb machen. Aber es gibt zum Beispiel ein Messgerät, das eigentlich in keinem Scheck fehlen sollte. Und das ist einfach ein ganz banales Vielfachmessgerät. Wir können damit Spannung messen, Strom messen. Ja, wir können hiermit einen Widerstand messen, Kurzschluss, Durchgang. Das ist vor allen Dingen eigentlich für uns ziemlich wichtig, um, wenn wir mal ein Quarzkabel gelötet haben, es mal grundsätzlich mal durchzumessen, nicht, dass wir da einen Kurzschluss drin haben. Das könnte, sollte zwar bei den modernen Transceivern zu keinem Problem führen, aber bei älteren Transceivern kann das schon zu einer Rauchwolke, ne? Zum sogenannten Smoke-Test führen. Gut, wenn man wie ich zum älteren Semester gehört und die Augen lassen langsam nach, dann gönnt man sich vielleicht sogar auch einen Tischmultimeter. Das ist natürlich aber nur für Leute, die wirklich ein bisschen mehr am Basteln sind. Ich bin ganz ehrlich, ich bin eine faule Socke, deswegen habe ich mir das angeschafft. Denn das andere Multimeter ist eh meistens in der Werkzeugkiste, ja. Oder es ist im Auto oder im Wohnwagen und dann bin ich ja ständig am Hin und Her laufen. Na, obwohl bei meiner Figur wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Naja. Gut. Wenn man jetzt sich so überlegt, ja, Multimeter, eigentlich ist es auch ganz gut, seine, wenn man irgendetwas in Betrieb nimmt, ob das Platinen sind, ob das Geräte sind, grundsätzlich seine aufgenommene Leistung, den fließenden Strom ein bisschen im Auge zu halten. Ich mache das zum Beispiel hier bei mir auf der Werkbank mit so einem Labornetzteil. Allerdings, das ist ja heutzutage auch schon, gehört schon so einen guten Ton, dass die ganzen Schaltnetzteile auch Spannung und Strom anzeigen. Das ist gar nicht so schlecht. Es gibt noch ein Messgerät. Da sagen viele, das ist ein absolutes Muss für die Bauer und Bastler. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die da ein gespaltenes Verhältnis zu, das ist nämlich das Oszilloskop. Ich benutze es extrem selten, ihr seht auch, da ist ganz schön Staub drauf. Ich benutze es extrem selten, aber ich baue auch wenig so Schaltungen auf, sondern ich habe eigentlich meistens, dass ich irgendwelche Module habe, die ich aufbaue und dann zusammenfüge und so ein Oszilloskop ist doch oft auch interessant, um mal auf einer Platine Leiterwege zu verfolgen und sowas und zu gucken, welche Signale da wo anliegen, kommt bei mir selten vor. Ich bin aber ehrlich, wenn ich es brauche, dann bin ich froh, dass ich es habe. Aber wie gesagt, das ist so eins von diesen Vielfachmessgeräten, wo ich sage, also Vielfachmessgeräte in meinem Sinne hier, also so, wo man Basiswerte mit erfasst, wo ich sage, man braucht es eigentlich nicht so oft, es sei denn, man ist wirklich hardcore unterwegs. Meine Meinung. Können andere Leute anders sehen. Wenn wir uns jetzt im Bereich der HF bewegen, dann gibt es jetzt, kommt dieses Messgerät, von dem ich behaupte, dass es eigentlich nutzlos ist. Tut mir leid. Na? Was ist das für ein Messgerät? Sowas hier. Ein Stehwellen- und Leistungsmessgerät. Warum ist das nutzlos? Das ist ganz einfach. Die meisten Funkgeräte haben heutzutage das eingebaut und es macht nur sehr wenig Sinn, sich sowas extern nochmal hinzustellen. In meinen Augen hat das dann nur einen Sinn, das ist nämlich dann das Dämpfungsglied für die Antennen. Warum habe ich so ein Teil? Naja, das ist eins für UKW und ich habe hier eine Endstufe stehen, eine Röhrenendstufe für 2 Meter und die hat kein Überwachungsglied da drin.
Also ist das da ganz gut, damit zu wissen, was kommt denn da gerade mal raus und stimmt halbwegs die Stehwelle hinter der Endstufe. Meine fette Kurzwellenendstufe, Baujahr 72, die hat tatsächlich alle Messgeräte drin. Und die hat auch noch der Vorbesitzer mal irgendwann richtig sauber kalibriert. Daher muss ich sagen, brauche ich für die Kurzwelle da überhaupt nichts. Abgesehen natürlich, dass meine Funkgeräte alle die Stehwelle und Leistung eh anzeigen. Tja, was könnte man denn sonst noch so brauchen? Also, ich bin ganz ehrlich, ab und an ist es schon von Vorteil, wenn man die Leistung messen kann. Aber für mich ist es da eher interessant, kleine Leistungen zu messen, sehr kleine Leistungen zu messen und unter Umständen diese Leistungen auch bei höheren Frequenzen zu messen. Da kriegt man solche Messgeräte, die sind auch nicht wirklich teuer. Das hier misst also lächerlich bis ein paar dBm nur. Aber dann ist natürlich für sowas ist natürlich dann auch grundsätzlich Pflicht, wenn man dann in anderen Bereichen messen will, dass man hier auch direkt ein Dämpfungsglied hat. Wobei ich sehr viele Messgeräte habe, wo ich das Dämpfungsglied benutze. Daher ist es für mich auch sehr, sehr, sehr interessant. Das heißt, mit dem Gerät habe ich zum Beispiel den Status meiner Sendestufe für den Katarsat 100 eingemessen und mir angeguckt. Ja, Hochfrequenz messen, da sind wir ganz schnell bei Antennen. Ja, gerade mal bei SWR-Meter, Antennen. Der eine andere wird sagen, der ist bekloppt, was er jetzt da empfiehlt. Aber ich empfehle echt, schafft euch einen VNA. Weil es ist einfach so schön bequem, das Ding einfach anzuschließen, eben den Frequenzbereich auszusuchen und das Ding liefert einem die Anpasskurve. Das ist einfach nur schön. Dann kann man mit den VNAs auch sogar die Resonanz messen. Also ich bin ganz ehrlich, ferner sind die Geräte mittlerweile, gerade wenn man sie sich direkt aus China holt, echt günstig. Ja? Also wenn man sich so überlegt, ich weiß gar nicht hier, so ein Nano-VNA hier, ich habe gar keinen Preis im Kopf, aber der liegt bei unter 50 Euro. Ne? Dafür kriegt ihr zum Teil noch nicht mal ein ordentliches Stehwellenmessgerät. Und das Ding hier bringt euch wesentlich mehr. Besonders kann man sowas natürlich empfehlen für Leute, die portabel unterwegs sind. Ne? Also besser kann man es da nicht machen. Gut. Das andere, was man natürlich hat, was man jetzt noch hat, ein Thema ist natürlich ja das Überprüfen von Geräten, Aussendungen, vielleicht auch mal das Überprüfen eines Empfängers. Ist der in Ordnung? Ja. Da gibt es einige Möglichkeiten. Ja. Beim Thema des sogenannten Spectrum Analyzers sind wir, da denken natürlich viele in Richtung Tiny SA. Im Anfang habe ich das aber mit einem anderen Gerät gemacht, obwohl das eigentlich preislich sehr oversized ist, im Gegensatz zu dem, was man heute zum Tiny SA bezahlt, nämlich so mit so einem HackRF. Wobei hier der Vorteil ist, der HackRF, genauso wie der Tiny SA, da kann ich auch ein Signal raussenden. Ja? Wenn ich das dann hier mit entsprechenden Dämpfungsgliedern verpasse, dann kriege ich das sogar so weit runter kalibriert, um damit auch den Empfang von einem Empfänger zu prüfen. Ne? Das heißt, da geht man ja beim Testen eines Empfängers, geht man ja mit der Leistung so weit runter, bis dann das Signal nicht mehr hörbar ist. Da braucht man natürlich ein Gerät, wo man halt in so einen Bereich runterkommt, so -130, -140 dBm. Das ist natürlich mit dem HackRF ist das schon ein bisschen tricky. Deswegen habe ich mittlerweile auch ein Gerät jetzt mittlerweile hier echt ins Herz geschlossen, ne?
Und das ist der Tiny SA. Hier ein Tiny SA Ultra. Der ist also ganz schön und da kommt auch nächste Woche ein Video raus, wie man mit so einem Gerät mal grundlegend einen Sender und einen Empfänger überprüft. Und wie gesagt, für den ambitionierten Bastler oder auch für denjenigen, der, ich sag mal, viel mit Gebrauchtgeräten rumprobieren will, ist eigentlich sowas ein Muss. Da kann man vor Ort auch mal schnell ein Gerät halbwegs grundlegend prüfen. Das ist das, was ich hier benutze. Es gibt doch noch viele andere Geräte. Und es gibt auch Leute, die jetzt hier die Nase rümpfen und sagen, also das ist mir alles gar nicht genau genug. Es gibt viele Hobbys im Hobby-Amateurfunk und sicherlich auch viele Hobbys, in denen solche Geräte nicht ausreichend genau sind und man ganz andere Ansprüche stellt. Aber ich gehe mal von dem zwar ambitionierten Bastler aus, aber nicht den, der sich jetzt in ein absolutes Spezialgebiet komplett total hineinfuchst. Hier sind natürlich von der Messtechnik dann sehr schnell ganz, ganz andere Anforderungen gefragt. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Und wie gesagt, alles, was ich euch hier gezeigt habe, ist kein Muss. Man kann auch viel selber bauen an Messtechnik. Und alleine was früher die Jungs vor 20, 30 Jahren mit einem einfachen Multimeter und irgendwelchen Messköpfen gemacht haben, da schlackern mir heute noch die Ohren. Ja? Guckt mal im Internet nach mich. Das ist jetzt kein Witz. Das hat jetzt nichts mit einem Böschungshobel zu tun oder Gewichten für die Schieblehre. Nein, nein. Schaut mal im Internet nach mechanischen Frequenzmessern. Das ist echt interessant. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß noch beim Hobby und natürlich viele QSOs und ab und zu macht mal den Lötkolmann. In diesem Sinne, ciao!